Okay. Herzlich willkommen zu Air Combat. Genau. Dem ehemalig ersten Ace Combat Teil. Okay, merkwürdig. Okay. Gut, alles mit Kreis wird bestätigt. Anscheinend. Ja, ist auch nicht schlecht. Da ich die Steuerung überhaupt nicht kann, mache ich erstmal auf einfach. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zum neuen Projekt Air Combat für die PlayStation 1. Das ehemalig erste Ace Combat. Ah, ist halt auf Englisch. Mhm. Ja, mein WLAN ist gerade ausgegangen. Ja, es ist eine Terroreinheit mal wieder da. Das ist so das typische Standardszenario bei Ace Combat, aber das ist auch das Spannendere, finde ich dran. Ja, und wir dürfen dann mit Hilfe unseres Jets kaputt machen. Ach cool, wir haben sogar eine Karte. Ja, Mission 1. Ich hoffe mal nicht, dass der Sound zu laut ist. CSA Supply Unit, okay. Okay, ja, wir haben anscheinend Bomber, wie ich das hier sehe. Natürlich werden die mit F4 und MIG-31 Einheiten bewacht. Verstehe. Ja, da sehen wir es nochmal. Das sehen. Manchmal eher weniger nach Bomber aus, das sieht eher mehr nach speziellen Passagierflugzeugen an. Gut, das sieht eher nach einem Transportflugzeug aus. Ja, das sind normale Jäger. Finde ich cool, dass man die erstmal noch angezeigt bekommt, alle. Und die. Gut. Ah, jetzt bin ich wieder weg. Verstehe. Ja, weil man ja überall Kreis drücken muss. Sieht richtig cool aus. Okay. Stability ist nicht gut, aber dafür ist die Mobilität sehr gut. Ich würde sagen, ich fange. Die Mobilität hier ist nicht so gut, aber ich will mal den starten. Ich kenne mich mit Flugzeugen wenig aus, sage ich ganz ehrlich. Aber ich mag es irgendwie mit Flugzeugen rumzufliegen und ballern und so. Das macht irgendwie am meisten Bock. Von der Ace Combat Reihe habe ich tatsächlich nur zwei Teile erst gespielt. Das waren tatsächlich die für die PSP. Ja. Vorher hatte ich leider noch nicht das Vergnügen. Okay.
Ah, das war schlecht. Ah, okay. Boah, der steuert sich wirklich scheiße. Aber er ist noch nicht down. Ach, verdammt. Ja, ich weiß. Ah, jetzt okay. Mit R1 beschleunigt man ein bisschen. Also wir werden auf jeden Fall gleich mal einen anderen nehmen. Mit mehr Mobilität, weil der ist einfach grausig. Aber es macht Bock. Auch wenn die Grafik jetzt eher so mehr ist, ne? Okay, ja, ist natürlich ein Abfangjäger. Ist hier. Boah, Alter. Ja. Mission accomplished. Alter, die Steuerung war jetzt aber richtig hart mit dem, muss ich sagen. Ja, weil der sich wie ein Stein geflogen hat, ey.
Wie gesagt, ich hoffe mal, dass der Sound jetzt nicht zu laut ist. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dieses Spiel eigentlich schon habe. Und wann ich es gekauft habe. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Okay, New Aircraft Available. Da gucken wir doch mal. Können wir anscheinend nicht. Verstehe. B-52 Bomber. Probieren wir jetzt mal die MEG-29 aus. Falls ich sie richtig ausspreche, es tut mir leid. Bin nicht so erfahren. Den Namen aussprechen. Also in so welchen Sachen nicht, ne? Okay, der steuert sich deutlich angenehmer. War hier nicht nur ein zweiter Jäger? Scheint nicht. Doch, da ist er doch. Nein, nicht getroffen. Ja, ich hab ihn. Up ahead! Enemy locked on target. Close to 12 o'clock!
Immer noch nicht. Mann. Na, ich ziele auch sehr, sehr schlecht. Alter, ich treffe die ja gar nicht. Endlich. Merkt man gar nicht, dass der schneller fliegt dadurch, ne? Eigentlich gar nicht. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Gut, die Mission war noch einfach. Die waren noch einfach, die Mission. Also die hat sich besser gesteuert, so ist nicht, ne? Aber die Luftkämpfe sind auch spannend, finde ich. Ich mag irgendwie Luftkämpfe, ich weiß nicht wieso. Auch in Filmen ist das eigentlich immer interessant gewesen. Ja, speichern wäre nicht schlecht. Ja. Schön, dass ich die Taste jetzt auch mal gefunden habe. Verstehe. Ach cool, kaufen können wir das. Ah, verstehe. Boah, der sieht geil aus. Ja, aber zu teuer. Ne, fehlt uns das Geld noch, glaube ich, ne? Okay, ja gut, ey. Achso, ich könnte die verkaufen, wenn ich es wollte, okay. Habe ich den jetzt gekauft? Was habe ich denn verkauft? Nee, ich müsste ihn gekauft haben.
Gucken wir mal. Das Problem ist, man kann die Sachen halt nur einmal kaufen. Verstehe. Eigentlich ist sie ja voll schlecht. Ist ja nichts von, was er da besitzt, gut. Nehmen wir mal den. Glaube ich jedenfalls. Ich kann jetzt anhand der Symbole einfach nur sagen. Ich denke mal, umso größer das ist, umso besser. Naja gut, wir fuchsen uns einfach ins Spiel rein. So, wenn wir verlieren, dann ist das halt so. Dann muss ich es halt nochmal machen. Hey. Sieht die gar nicht. Na, bin zu hoch. Alter, der steuert sich richtig schlecht. Ne, man kann nicht aufhören, scheiße.
War jetzt nicht beabsichtigt. Warum soll ich immer den angreifen, der vor mir flieht, so, ne? Kann ja auch einfach mal gucken, wenn ich hier noch erwische. Aber der braucht zu lang. Der braucht leider zu lang. Ja, ich weiß, dass einer hinter mir ist. Das sind zwei Stück. Das Problem ist einfach, der braucht einfach viel zu lange. Immerhin getroffen. Okay. Ah, Mist. Ich weiß gar nicht, wie viele Raketen wir eigentlich drauf haben. Ich weiß. Tja, die haben nicht gemisst. Nein, nur noch der, dann habe ich es so. Ich habe mich jetzt auch gewundert, dass du das überlebst. War zu nah neben mir. Aber es war trotzdem scheiße schwer, den zu lenken, ey. Sieht fast so aus, als wenn wir komplett kaputt wären, ey. Ah, geil.
Hört sich so wie so ein Warnsystem an, ey. Oh, und in der Nacht kämpfen wir. Stehe. Schon down, okay. Der steuert sich deutlich angenehmer. Auch in den Luftkämpfen, muss ich sagen, das ist besser. Aber die Gebäude waren jetzt relativ einfach. Das ging flott. Ach, wir haben wieder Gegner. Ja, sind beide gleich nebeneinander, das ist schlecht. Ja, der ist down.
Nee, ich weiß. Perfekt. Oh fuck. Wer ist das, der die ganze Zeit da noch da ist? Ah, ne. Das hätte ich nicht machen müssen. Sehr coole Mission. Also im Dunkeln sieht das ja noch geiler aus, finde ich. Sehr cool. Ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. So. Oh, wir haben zwei verschiedene Missionen zu erledigen. Ja gut, das ist Mission 5. Wir machen noch Mission 5. Ich hätte mir auch, immer diese Scheißhäuten, ey. Die an der Lippe so sind, ey.
Ja, auf jeden Fall hatte ich mir jetzt noch Ace Combat 2 bestellt gehabt. Das kommt jetzt auch im Laufe der Woche. Freue ich mich auch schon riesig drauf. Naja. Ich weiß. Aber irgendwas ist halt noch zu erledigen. Okay. Ich verschwinde einfach komplett. Ich glaube, das sieht gut aus. Aber die treffen. Ich weiß, im Grunde kann ich auch auf die Flugzeuge drauf scheißen. Kurz nochmal gucken. Ja gut, das ist jetzt nur ein Abwehrgeschütz, aber trotzdem. Noch irgendwas sieht nicht so aus, alles klar. Dann zurück zum großen Unfeld und dann der Pipeline folgen.
Aber cool, dass es jetzt einfach mal so in der Wüste spielt. Feier ich. Naja, mir wird kein Feind angezeigt. Anscheinend nicht. Oh. Scheiße. Ja, habe ich gemerkt. Ja, anscheinend nicht. Gut, ich habe das und das genommen. Dann gehen wir jetzt mal hier links. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Kann sein. Ich habe nicht aufgepasst, so richtig. Nee, das ist schon richtig. Boah, ich hätte schon am verkackt.
Ah, cool. Haben wir doch alle erwischt. Hat er schon Angst? Weil schon ziemlich stark gedamaged sind. Das wird uns auf jeden Fall. Ja, genau. 700.000, boah, das ist schon heftig. Na gut, aber immerhin Mission geschafft. Das macht es dann ein klein bisschen weg. War auch irgendwie dämlich, den Damage zu kriegen da.